Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich arbeite zurzeit Tag und Nacht an einem eigenen Online-Shop. Dafür habe ich ein paar ganz fantastische Schmuckstücke gekauft, die ich euch heute schon einmal zeigen wollte. Ich fange mal hier mit einem ganz alten Armband an. Dabei hat mich fasziniert diese tolle Technik. Man kann den Armreif praktisch so aufklappen. Das ist von Coro. Gemarkt ist das Armband mit dem berühmten Pegasus. Also das ist ein sehr frühes Armband. Das könnte schon aus den 40er Jahren sein oder Anfang der 50er Jahre. Dann hier auch von Coro. Diese Brosche ist auch mit dem Pegasus gemarkt, mit diesem tollen eckigen Stein in der Mitte in einem wunderschönen Lila. Das ist so ein bisschen wieder dieses historische Design mit den kleinen Mini-Saatperlen. Dann eine Marke, die ich auch ganz besonders gerne mag, das ist Kramer. Und hier habe ich ein ganz tolles Armband erstanden, ein altes Armband aus den 50er Jahren. Dieses hellgoldene Metall ist so ganz fein bearbeitet, so wie gehämmert. Und die tollen Steine sind auch ganz, ganz wunderschön gefasst. Kramer ist ja der Hersteller, den Dior als erstes Anfang der 50er Jahre ausgewählt hat, um seinen Schmuck herzustellen. Diese Ohrclips hier sind auch von Kramer aus den 60er Jahren. Wieder dieses typische gebürstete Metall. Und toll ist auch diese Gliederkette, die hier rundum angeordnet ist. Wunderschöne Ohrclips in einem sehr guten Zustand auch. Dann eine Marke, die ich auch sehr gerne mag, das ist Lissner. Hier habe ich ein paar Ohrringe ausgesucht, die auch aus den 50s, 60s sind, mit den Ohrschrauben. Natürlich gemarkt wieder. Und ich finde es sehr schön, dieses Design. Das ist ja wie eine Tulpe, eine Blüte. Aber irgendwie auch so ganz schon modern. Also es bereitet schon das Design der 70er Jahre vor. Ja, dann habe ich auch noch zwei Armbänder, die ich letztes Jahr in einem meiner Pakete gefunden habe. Das ist dieses hier mit den großen schwarzen Strasssteinen. Inzwischen habe ich festgestellt, dass diese Armbänder, hier ist nämlich noch ein zweites, wahrscheinlich von Giuliana sind. Giuliana ist ein Schmuck aus den 50er Jahren, der nicht gemarkt wurde, aber der besonders beliebt ist aufgrund der tollen Steinfassung. Und diese Rückseiten, also typisch sind eben diese markanten fünf Glieder, an denen die Strasssteine angeordnet wurden, wie das hier zum Beispiel. Und die sind in einem so tollen Zustand, einfach auch ein Beweis, wie wundervoll die gefertigt wurden. Noch eine Marke, die ich ganz besonders toll finde, ist Vendôme. Vendôme gehörte zu Coro und war ihre Premium-Marke. Also der meiste Schmuck, den es von Vendôme gibt, wurde ab 1953 gemacht. Und diese Kette repräsentiert diesen tollen neuen Stil mit diesen glänzenden, facettierten Kristallperlen. Diese drei Reihen und auch wunderschön sind hierbei die Verschlüsse. Auch wie so kleine Tulpen gemacht und am Ende dieser Verschlusskette ist das Markenzeichen die Schwertlilie. Also eine besonders schöne Halskette ist diese hier, finde ich, mit den grünen Steinen. Und eine ist ja nicht genug, um auch diese Vielfalt
der besonderen Perlen zu zeigen, habe ich noch diese hier in diesem ganz zarten Rosa mit den besonders interessanten marmorierten Perlen. Und auch diese Perlen sind so wie Barockperlen und auch in diesem tollen 50er Jahre Champagnerton. Also das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz tolles Highlight, musste ich haben, als ich die gesehen habe. Dann schon etwas länger habe ich diese Ohrclips hier gefunden. Die habe ich schon länger im Programm. Aber ich wollte noch mal auf das Besondere daran hinweisen, weil diese Blüten hier sind aus Lucid geformt. Und das war eben auch das Neue. Und dann konnte man wirklich diese ganzen tollen Details ausarbeiten. Und das ist mit Sicherheit ein Markenhersteller, der seine Ohrringe nicht gemarkt hat, weil dieser Schmuck oft in Sets verkauft wurde, in den 40ern und 50ern. Und dann hat man meistens nur ein Schmuckstück gemarkt. Und deshalb findet man ganz oft ungemarkte Schmuckteile, die aber von der Qualität herausragend sind. Dann auch ein besonderes Schmuckstück ist diese Brosche von Corocraft. Corocraft war auch eine Premium-Marke von Coro. Die sieht einfach aus wie neu. Wundervoll in der Qualität und auch so schön massiv. Das gebürstete Metall. Der Silberschmuck wurde früher eher getragen von Leuten, die schon so ein bisschen innovativer drauf waren, die eher in der Künstlerszene unterwegs waren. Und hier zum Beispiel, das ist auch ein Armband von Corocraft. Das hat auch dieses ganz alte Logo mit dem Pegasus aus den 40ern und Anfang der 50er Jahre. Und das wollte ich zeigen, weil ich finde, das Design ist so modern, als wäre es von heute. Mit diesen großen Kettengliedern. Nur noch der alte Verschluss lässt auf das alte Armband schließen. Ich habe es genau untersucht. Also es ist alt. Und ich möchte ja gerne den Schmuck in die Neuzeit retten. Deswegen suche ich immer auch nach Designs, die man heute tragen kann, die nicht irgendwie unmodern wirken. Der Schmetterling, der hat es mir besonders angetan, weil er in den 70er Jahren ein Symbol für Freiheit und Leichtigkeit war. Auch in einem Bestzustand. Und auch in diesem tollen matten Silber. Und was auch neu war, ab 1971 wurden Ohrstecker gemacht. Und diese kleine Kreolen hier, das habe ich auch erst im Nachhinein rausgefunden von Monet, das waren eine der ersten Ohrstecker, die Monet gemacht hat. Und ich finde, der wirkt auch so wahnsinnig modern. Der könnte doch wirklich von heute sein, wenn man sich überlegt, dass der jetzt über 50 Jahre alt ist, das Design über 50 Jahre alt ist. Und hier nochmal Ohrclips von Monet. Auch wieder mit einem super modernen Design. Ganz, ganz tolle Ohrclips. Monet gehört auch zu einer meiner Lieblingsmarken, und zwar mag ich das Kontrastprogramm dabei. Das ist immer, die waren ja auf Metallschmuck spezialisiert und das Ganze ist immer so ein bisschen schlichter und cooler. Und ich persönlich bin immer überrascht, wie alt der Schmuck ist, weil er wirkt einfach zeitlos, wie von heute. Nur in der Qualität sehr viel besser als heute. Dann hatte ich euch schon mal gezeigt, dieses Set aus den 70er Jahren von Sarah Coventry. Ist auch aus einer meiner Mystery-Pakete. Aber ich finde das Design einfach ganz, ganz toll. Ganz toll und zeittypisch und vor allen Dingen sind ja auch noch die passenden Ohrclips dabei. So ein tolles Set. Das war jetzt das Gold aus den 70er Jahren und ich habe noch
auch mehr Silberschmuck aus den Ende der 60er Jahre. Hier eine tolle Kette von Trifari mit diesem, wie so kleine Stäbchen sind auf der Oberfläche des Metalls. Das ist eine, auch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Serie von Trifari. Da habe ich dann durch Zufall auch noch die Ohrclips dazu entdeckt. Das ist genau, die hatte ich schon. Die haben exakt dieselbe Oberfläche wie diese Anhänger an der schönen Halskette. So, von Trifari wieder zu Monet. Monet war der Hersteller, der diese nahtlosen Armbänder erfunden hat. Das heißt, so ein Armreif, den kennt jeder von uns. Und Monet war der Erste, der diese Idee hatte, so ein Rohr in verschiedenen Größen herzustellen und daraus diese Armreifen zu machen. Und jeder dieser schlichten Armreife bedarf 14 Arbeitsschritten. Also bis der wirklich poliert ist und die Qualität hat. Also das wird auch ein Schmuck und eine Marke sein, die ich in meinem Online-Shop rausstellen werde. Hier habe ich noch auch ein sehr schönes Armband. Das fand ich in meinem Video Space Age. Dieses hier wollte ich zum Vergleich zeigen, weil das ist eben angeformt und hat ein Scharnier. Ist früher entstanden als die nahtlosen Armbänder und ist von Napier. Dann gehen wir mal in die 80er. In den 80er Jahren war dieser emaillierte Schmuck sehr dran. Diese Ohrringe sind hier auch von Napier. Sie sind zum Schrauben. Eine tolle Form. Also auch eine neue Form, die auch sehr an die 80er Jahre und von Trifari. Habe ich diese tollen dreieckigen Ohrclips gefunden. Das ist das absolute 80er-Jahre-Design mit diesem Blitz und diesem Emaillierten. Und Trifari war ja auch immer sehr schnell dabei, alles Neue aufzunehmen und immer ein neues Design zu bringen. Und die waren, als sie dann in den 80er-Jahren mit zu der Gruppe von Monet gehörten, war Trifari zuständig für die jüngere Mode durch diesen emaillierten Schmuck. Dies hier ist auch eine Kette aus den 70er, 80er Jahren und ich finde, sie hat auch schon so was wirklich Neuzeitmäßiges. Jetzt mit diesem Anhänger und mit dieser Schlangenkette dadurch. Das ist ein Design, das bis heute gemacht wird. Und auch dieses schöne matte Rosa. Und das ist ein Collier, eine Collierkette von Trifari aus den 90er Jahren, die dieses 80er Jahre Design mit der Emaille und den dicken Colliers um den Hals noch weitergeführt hat. Dann habe ich ja sehr beliebt bei mir im Shop ist der Vintage-Schmuck von Swarovski. Und ich habe hier ein paar Ohrclips, die sehr typisch sind für die 80er und die 90er. Mit diesem Silber, was so geschwärzt ist, mit den Sternen da drauf. Also man hat ja sehr viel Schwarz getragen und der Schmuck muss ja groß und cool wirken. Und im Gegensatz dazu kommt Trifari mit Emaille und Strass. Der Strassschmuck in den 80er Jahren hat sich immer so an dem Schmuck der 50er Jahre inspirieren lassen. Und ich fand, das ist ein gutes Beispiel. Einmal mag ich die Qualität sehr gerne. Der Clip hat eine super Qualität. Und dieses Emaille und Strassstein
ineinander vereint und das Design ist zeitlos. Dann eine Marke, die ich auch sehr gerne finde, ist Sarah Coventry. Hier habe ich diese Oclips ausgesucht, eben weil die auch so zeitlos sind. Ein wunderschöner, ja, wie so ein schattierter Glasstein in der Mitte, in diesem Rot. Und diese Schattierung in die äußeren Kanten, dass das so dunkler wird, das finde ich, macht ihn so lebendig. Die Emaille ist ganz matt schwarz, also wirklich auch ein cooler Ohrring. Dann die 80er Jahre. Diese Ohrringe, die musste ich haben als Vertreter der 80er. Das war so Anfang 90 fast schon, als Chanel von Karl Lagerfeld wieder ins Leben gerufen wurde, waren diese künstlichen Riesenperlen ein Muss. Also das hat wirklich jeder gehabt und getragen. Und ich finde, das ist so ein ganz toller Ohrring. Er hat keine Marke, aber er vereint eigentlich so dieses typische 80er-Jahre-Design. Dann habe ich hier ein paar Ohrringe aus den 80ern von Marvella. Marvella, der Perlenschmuck. Marvella wurde 1982 von Trifari gekauft. Damit hat Trifari einen ganz großen Rivalen in der Perlenschmuckherstellung praktisch geschluckt. Und die schönsten Perlen in den 80er Jahren kommen von Marvella. Mit all dem Know-how von Trifari. Dann ein Highlight sind diese Ohrringe. Diese Rautenform mag ich ja sehr gerne. Die Rautenform an sich kommt ja schon aus den 50er Jahren und ist jetzt hier. Also der Ohrring könnte schon aus den 90ern sein. 80er, 90ern mit Patentnummer und Christian Dior gemarkt. Ganz wunderschön ist hier die Perlenfarbe und dieser schöne perlmuttige Schimmer. Und dann wollte ich nochmal diese Ohrclips zeigen, die ich auch in einer meiner Pakete gefunden habe. Merkwürdigerweise finde ich diesen Ohrring jetzt immer wieder als Christian Dior Ohrclip. Meine Ohrclips haben keine Marke. Ich weiß nicht, ob das ein Musterteil war vielleicht, aber diese Qualität, vielleicht hat der Hersteller auch die nochmal anderweitig verkauft, ohne natürlich Christian Dior drauf. Also ein Christian Dior Ohrring ohne Marke, weil die Qualität ist einfach 1A und sogar diese Gumminoppen sind noch drauf. Dann noch ein anderer Schmuckhersteller in den 80er Jahren war sehr erfolgreich und zwar ist das Givenchy. Givenchy, der Modeschmuck der 80er ist heute sehr, sehr gesammelt. Er hat diese schöne Marke, da steht immer Paris, New York drauf und ich fand diese Perlen toll. Also auch wieder dieses Perlmuttige und dieses Wellige, wie so eine Barockperle und dieses riesengroße, ovale. Und wieder ein toller, zeitloser Schmuck, der exakt in mein Konzept passt. Und tolle, große Ohrringe. Da habe ich auch den Schwan erst durch Zufall entdeckt. Ich habe sie gekauft, weil ich das Design toll fand. Die Qualität, die Emaille, die Strasssteine, dann diese goldenen Einfassungen in den Streifen. Also das sind ganz, ganz tolle, zeitlose Clips. Und überraschenderweise fand ich den Schwan da drauf. Also tolle Ohrclips von Swarovski. Ich denke, aus den 90er Jahren. Dann noch eine Marke, die ich auch sehr gerne mag aus den 80ern, ist Le Bernard. Der Schmuck ist nicht so sehr bekannt, aber also die Qualität dieses Schmucks ist einfach
ganz, ganz toll und das Design ist auch immer so ein bisschen schlichter. Hier, das Tolle ist, es ist ein Ohrstecker. Ohrstecker, der mit einem Clip sozusagen geschlossen wird. Diese typische dreieckige Form der 80er mit schwarzer Emaille. Sehr tolle Ohrringe in einem sehr guten Zustand. Und noch ein Highlight und eine Marke, die wir noch nie hatten. Und das ist Signer. Signer New York. Ich finde, ist eine der besten Modeschmuckmarken der Welt. Diese super Qualität ist, und vor allen Dingen Signer gibt es schon auch sehr, sehr lange. Sie machen immer dasselbe Design immer weiter. Und das ist, finde ich, es lässt sich natürlich als Sammler sehr schwer identifizieren, von wann der Schmuck ist. Aber so als Kunde, finde ich, ist das einfach toll, dass man so einen Schmuck sein Leben lang behalten kann. Ja, das war mein Video als kleine Vorankündigung zu meinem neuen Online-Shop. Ich hoffe, euch hat diese Art des Videos auch gut gefallen. Lasst es mich bitte wissen, das würde mich sehr interessieren. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis bald.